Weil die größte Sicherheit sind immer wir selber. Zumindest wenn wir uns selber hinsetzen und etwas dafür tun. Wenn wir, wie gesagt, zum Beispiel unseren Geldmuskel mal üben und trainieren, dann können wir Geld auch selber erstmal kreieren. Das heißt, auch wenn wir von vorne anfangen müssten, wenn wir wissen, wie Geld funktioniert, wie Geld verdienen funktioniert und wie ich das behalte und investiere, da kann ich es immer wieder neu aufbauen. Wenn ich aber keinen Plan davon habe, dann ist es eigentlich mehr oder weniger egal, ob wenn ich 1 Million oder so bekomme, ich werde mich wieder dort einordnen, wo ich geistig mental bin. Und das ist Ja. eben dann nicht 1 Million, sondern vielleicht fühle ich mich wohl mit 50 oder 100.000 oder sogar noch weniger. Und dann wird es mehr oder weniger wieder so sein wie vorher. Also Geld, wie viel Geld, das wir haben, ist keine Zufälle. Das Leben, das wir haben, nichts, was im Leben passiert, ist Zufall. Es hat alles seine energetische Ursache. Wenn wir da hinschauen und wirklich anfangen, dann können wir unglaublich. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein Leben, was über deine kühnsten Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich, wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Und in dieser Folge spreche ich mit Thorsten Wittmann, einem Selfmade-Multimillionär mit über 20 Jahren Finanzpraxis. Er ist Gründer einer der größten Finanzcommunities im Dach und testet selbst mit hartem Geld Investments, um sie dann auch beurteilen zu können. Wir sprechen heute darüber, wie man finanzielle Freiheit erlangen kann und welche 7 Disziplinen dafür notwendig sind. Thorsten gibt uns wertvolle Tipps zum Thema Geldsicherheit, Auslandkonten und Enteignungsschutz. Außerdem erfahren wir heute mehr über Thorstens Investorenreise und was der Grund ist, warum er sich in Paraguay niedergelassen hat. Wir sprechen über Plan B und Auswandern und über seine Leidenschaft, die Menschen über das unfaire Geldsystem aufzuklären und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sodass sie selbst auch in ihre Schöpferkraft kommen können. So lasst uns direkt reinstarten. Ich sage herzlich willkommen hier bei uns in der Show, Thorsten Wittmann. Thorsten, what up? Schön, dich zu sehen hier. Ja, Dito, freue mich sehr, dabei zu sein heute. Wo steckst du gerade und wie geht's dir? Ja, alles gut. Ich bezeichne es zumindest, dass man zu Hause inzwischen, auch wenn ich ja viel unterwegs bin, aber ich bin gerade in Paraguay, was auch so ein bisschen im Hintergrund schon so einer typischen Wohnungsstruktur und Steinstruktur hier sehen kann. Paraguay, geil. Was hat dich dorthin verschlagen? Ja, also geplant war es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in Paraguay in Anführungszeichen landen werde oder wir ja auch zum Beispiel Investorenreisen machen und dass ja auch wirklich viele Leute sich für dieses Land interessieren und dann auswandern, finde ich schon spannend, weil es ja auch ein Einfluss von mir ist. Aber ich sage immer zu Paraguay, es ist spektakulär und unspektakulär. Es ist nichts Besonderes, wenn man selber hier alleine hinkommt ohne weitere Informationen, dann wird man letztlich sagen, wow. Aber es hat unglaublich nette Menschen, nochmal spezieller vielleicht als die lateinamerikanischen Menschen, die ja generell sehr, sehr angenehm, sehr herzlich sind. Es ist sehr entspannt. Ne? Es ist auch wenig Staat, wenig Regierung, was ich im aktuellen Umfeld eigentlich ganz, ganz interessant finde. Es hat steuerliche Vorteile, auch solche Dinge spielen dann natürlich eine Rolle. Da bleibt einfach auch ein bisschen mehr übrig. Paraguay ist eines der Länder, das sogenannte Territorialprinzip hat. Das heißt, man zahlt auf Auslandseinkünfte ganz legal keine Einkommensteuer. Und das kann natürlich dann sehr, kann natürlich auch sehr interessant sein. Es ist für Investitionen sehr interessant, weil es ständig nach oben geht. Das heißt also hier interessant für auch Land in Agrikultur zu investieren, im Immobilienbereich, was einfach generell ein aufstrebendes und ruhiges Land ist. Und so in einem aktuellen Umfeld, wie gesagt, ist dann schon sehr angenehm. Hier passiert nicht so viel. Also ich sage immer, es ist eigentlich im angenehmen Sinne, ist es recht langweilig. Das heißt, auch nach 1, 2, 3 Monaten wird es auch ein bisschen langweilig und dann passt es auch wieder. Und dann bin ich auch dann wieder beispielsweise unterwegs für andere Recherchen oder generell auch, weil ich gerne reise. Aha. Ja, Paraguay habe ich bis jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie ist es so in den Hintergrund gerückt mit den anderen tollen amerikanischen Ländern wie Brasilien, Costa Rica und was man halt so kennt. Peru weiß ich, jetzt gerade gibt es gerade wieder Schwierigkeiten mit dem Start, weil ich wollte eigentlich nach Peru. Wäre jetzt 3 Wochen oder so losgeflogen. Aber ja, ein paar Leute, mit denen ich gehen wollte, haben gesagt, sie gehen nicht.
ist zu unsicher, habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wahrscheinlich schon, dass es in Peru auch Unruhen gibt aktuell, ne? Ja, man bekommt es immer mit. In der Regel ist es aber so, das wird ist nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Meistens Also, so. Lateinamerika, außer jetzt vielleicht so wirklichen Hotspots. Und Venezuela sollte man gut aufpassen, in Mexiko sollte man ebenfalls gut aufpassen, wobei es überall Ecken gibt, wo es passt. Also, das ist nicht so dramatisch. Also, generell, man sollte ein bisschen mehr aufpassen, aber es ist nicht so, dass man jeder Straßenecke überfallen wird, bei weitem nicht. Also, und da gerade auch Länder wie Paraguay, die sind doch sehr entspannt, und da gibt es auch noch einige andere Länder. Kann man schon noch gut bereisen, und es ist ein wundervoller Kontinent. Ist ja auch mein Zuhause geworden. Ich habe das damals schon gespürt irgendwo, als ich auch noch in Deutschland war, dass ich langfristig nicht in Deutschland bleiben werde. Also komme ursprünglich aus Deutschland. Und ja, es hat sich dann einfach so ergeben, beziehungsweise ich bin dann auch so meiner inneren Stimme, dem Herzen, wie man immer das bezeichnen möchte, dann gefolgt und bin dann hierher gekommen und habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Dadurch hat sich so meine Homebase hier ergeben. Wow, toll. Ja, ich kenne dich, ehrlich gesagt, aus einem YouTube-Video, aus den Ads, die da, du hast, ich weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, dass du Sind wir sehr mal, aktiv, dass du, dass ihr da sehr aktiv seid, irgendwie 1 Million Euro auch pro Jahr in Ads, in Werbung investiert auf YouTube. Und dort habe ich dich tatsächlich das erste Mal gesehen, habe so gedacht, hey, cool, ja, der Typ kann sich artikulieren, der weiß, wovon er spricht. Und dort habe ich dich das allererste Mal gesehen. Vielleicht für all die Leute, die noch nie was von dir gehört haben, noch nie dich irgendwo gesehen haben, kannst du mal in ein paar kurzen Sätzen beschreiben, was machst du so und wer bist du? Ja, also vielleicht in einem Satz, ich transformiere Leben in finanzieller Hinsicht, versuche aber nicht nur das Thema genau Finanzen vielleicht isoliert zu betrachten, weil das Leben ist halt mehr, es geht da nicht nur um Geld. Manche benutzen ja Geld vielfach für Macht, ich halte das jetzt für weniger sinnvoll und zweckdienlich, sondern dass man es für ein persönlich gelungenes Leben einsetzt. Und dazu brauchen wir irgendwo Geld. Wir haben jeden Tag damit zu tun. Es ist eine Form der Energie. Wenn wir verstehen, wie Energie funktioniert, wenn wir das lernen, üben und trainieren, genauso wie beim Sport, ich vergleiche das auch mal gerne mit dem Sport. Also Geld ist ja wie ein Muskel. Also und quasi das, was ich gebe, ist Bewusstsein und finanzielle Intelligenz, dass wir das üben und trainieren. Und wenn man das dann Geld wie einen Muskel übt und trainiert, dann wird der immer größer und größer und größer. Das heißt, das Bankkonto wird immer größer. Und dann wird es irgendwann zu einer unterbewussten Kompetenz. Also dass du dein Geld hast, ist ganz normal, ist nichts Außergewöhnliches, weil du einfach weißt, wie es funktioniert, auch sich selber es wert zu sein, Geld zu besitzen für ein angenehmes Leben, für die Familie, für die eigene Sicherheit und dann eben auch für die eigene Freiheit. Und finanzielle Intelligenz führt letztendlich hin zur finanziellen Freiheit und das wiederum, dass du frei entscheiden kannst, was du tust, wo auf dieser schönen Welt und mit wem zusammen. Und da müssen wir uns halt hinsetzen, weil wir lernen es ja nicht in der Schule. Ich bin überzeugt, wir sollen es auch gar nicht lernen, weil sonst wäre die breite Masse eben wahnsinnig fleißige Ameisen, die eben ja im Prinzip auch andere Taschen damit füllen. Sei es jetzt sagen wir, Politik und mit Steuern beispielsweise fleißig zu bezahlen und dann eben auch Unternehmer, Großkonzerne dann schön konsumieren. Ja, und die meisten verstehen halt nicht, wie Geld funktioniert und wiederholen dann immer wieder dieselben Muster und kommen halt in der Hinsicht nicht so ran und leiden letztendlich auch darunter. Tun Dinge, die sie nicht tun wollen, tun einen Job, den sie nicht tun wollen, vielleicht sogar hassen. Weil die meisten Menschen vom Gefühl her, die würden so nicht weitermachen, ihr Leben, wenn sie auf einmal 1 Million hätten. Ja. Wobei die meisten 1 Million sie eh wieder verlieren werden, weil sie ja gar nicht das Bewusstsein haben, weil sie ja gar nicht wissen, wie Geld eigentlich funktioniert. Wie kann ich das behalten? Weil das ist nochmal eine ganz andere Ebene, als es zu verdienen. Das muss man ja wirklich erlernen. Die meisten Menschen haben nicht das Bewusstsein, weil es wurde uns ja nie in der Schule gesagt, dass wir das lernen könnten. Da haben wir Geschichte gelernt, Biologie, Mathematik, Englisch und so weiter. Und ein paar Sachen waren davon auch durchaus sinnvoll. Viele davon würde ich sagen, jetzt vielleicht nicht Kann man nicht mehr unbedingt. gebrauchen. Ja. Ja. Aber sowas auch wie Geld, was wir jeden Tag irgendwo benötigen, ja, das haben wir nie gelernt. Und ja, es versuche ich so dieses Bewusstsein zu geben, hey, wir könnten Geld lernen. Es könnte in der Schule unterrichtet werden. Und es wäre ein Game Changer da draußen, weil auch wenn wir uns das Geld- und Finanzsystem anschauen, das ist nicht für den Otto-Normalverbraucher gemacht. Im Prinzip sogar dagegen. Also wie wäre es das zum Beispiel Leben mit Inflation etc.? Inflation kommt nicht irgendwo zufällig her. Oh, wie ist denn das passiert? Inflation ist etwas, was von Menschen gemacht wird. Und es wurde von der Politik und insbesondere auch der EZB-Politik, ja, die viel Geld druckt, wo viel Geld umverteilt wird, was aber nicht beim Otto Normalbürger landet, sondern beispielsweise bei großen Konzernen,
bei den großen Freunden dort draußen und anderen Eliten, aber eben nicht beim Otto Normalbürger. Der hatte nämlich das Ganze immer wieder zu bezahlen. Das war in der Historie auch nie anders. Es wird heute halt nur anders, nennen wir es mal moderner vielleicht, gemacht, die große Umverteilung. Und ich persönlich sehe es immer so, es gibt eine Menge, es gibt sehr, sehr viele Schafe dort draußen. Die lassen sich dann auch immer wieder scheren. Das ist so. Schafe, die haben ihren Zweck. Ich möchte es mal so formulieren. Und da gibt es ein paar Wölfe dort draußen, die verstehen das System, die nutzen das für sich selber. Und da gibt es eben auch, ich auch hoffe immer mehr und mehr Füchse, die sich quasi von, die nicht mehr scharf sein wollen, die sondern sagen, hey, ich schaue mal an, was passiert dort draußen. Ich möchte gerne die Spielregeln kennenlernen. Und dann schaue ich, dass ich ein Fuchs bin und dann eben auch das für mich selber nutze, um dann eben nicht geschoren zu werden, wenn es mal wieder passiert. Beispielsweise durch Inflation, es werden ja politische Enteignungen diskutiert, zumindest in Deutschland, in Österreich. Die meisten Menschen bekommen das ja nicht wirklich mit, sehen die Alarmzeichen nicht wirklich. Wir sind ja in einer großen Transformation, also wird einiges passieren in Definitiv, ja. jeglicher Hinsicht. Auch solche Dinge, das sind jetzt ganz andere Themen, sei es wie künstliche Intelligenz etc. Also die Welt ist in einer Wahnsinnstransformation. Also es ist, glaube ich, spannender denn je auf dieser Welt zu sein. Macht natürlich auch irgendwo Angst, machen wir uns da auch nichts vor. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man auch bei sich selber ist und wenn man selber so die richtigen und wichtigen Dinge übt und trainiert, dann braucht man auch keine Angst haben. Dann kommt man da auch immer gut durch, egal was zukünftig passiert. Und finanzielle Intelligenz ist schon ziemlich smart, das zu lernen. Also ich habe selber vor knapp 20 Jahren damit gestartet und habe gedacht, okay, ich möchte gerne mehr Freiheit in meinem Leben haben. Da habe ich verstanden, okay, das führt über das Thema Geld und Finanzen. Da habe ich mich hingesetzt und ich habe das gelernt. Und einfach konsequent, ja, auch durchgezogen. Und immer geschaut, okay, wie kann ich jetzt weitermachen? Und ja, ist dann immer besser und besser geworden. Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich das dann selber mal später weitergebe, inspiriere und konkrete Technik und Strategien. Ja, aber das hat sich entwickelt in einer der größten Geld- und Finanz-Communities da draußen. Wow, ich mag die Bilder, die du hier mit uns teilst, betreffend Schaf, Fuchs und Wolf, aber auch das Bild, dass Geld so etwas wie ein Muskel ist, den man auch trainieren kann. Also finanzielle Intelligenz kann man lernen, das sagst ja du auch immer wieder auf deinem YouTube-Kanal in den Videos und du lernst es ja auch. Und was ich mich jetzt so frage und wahrscheinlich auch viele andere, die jetzt hier zuschauen oder zuhören, okay, die sagen, ich möchte so ein Fuchs, so eine Füchsin werden, wo beginne ich da? Wo starte ich da? Ja, Also, ja, im weil, oder Prinzip es ist ist es. ein großes Thema, breites Thema. Du sprichst ja auch Also, von den sieben, Schlüssel oder sieben Disziplin, Disziplinen, genau. Ich nenne sie, ja. Disqualitäten, ja. Vielleicht kannst du uns da mal Genau. mitnehmen. Wo startet man da? Wo beginnt man in diesem Dschungel? Gerne. Jeder hat so ein bisschen anderen Stand, aber ich fasse es mal so zusammen und ich nenne sie auch gerne die sieben Disziplinen der finanziellen Freiheit. Weil es ist, um finanzielle Freiheit zu erreichen, ist es nicht eine Sache. Es sind verschiedene Dinge, um das Ganze voranzubringen, zu lernen. Und die meisten Menschen sind, wenn überhaupt, vielleicht in ein, zwei oder drei Disziplinen von Natur aus ziemlich gut. Aber nicht in allen. Wenn wir aber alle üben, trainieren und schärfen, dann ist finanzieller Erfolg eine ganz logische Konsequenz. Und ich fasse es einfach mal zusammen. Und das sind so die Bereiche, die ich auch selber durchlaufen bin. Und deswegen gebe ich das heute auch weiter. Da merkt man auch, dieses Thema finanzielle Freiheit ist viel breiter, als man denkt vielleicht. Also erstmal die Basis von allem. Und Basis klingt da fast ein bisschen langweilig, aber da fängt alles an. Das ist das Mindset, das ist die Einstellung. Welche Glaubenssätze habe ich auch zu dem Thema Geld? Was tue ich jeden einzelnen Tag? Das kommt ja letztendlich von unseren Gedanken und was in unser Unterbewusstsein eingespeist ist. Beispielsweise die Menschen hier in Lateinamerika, das ist noch mal krasser, die sind also rein vom Mindset her auf Armut programmiert. Die meisten Menschen in Deutschland sind, sagen wir so, auf, ich würde es jetzt mal nennen, auf Mittelmaß programmiert. So, also wir haben ein paar Tausend etc., aber auch kein wirklicher Überfluss aus finanzieller Sicht. Und je besser ich mich selber programmiere, je mehr ich hinschaue, okay, was passiert da eigentlich dort oben? Wie zum Beispiel, ja, Geld verdienen ist ja hart und schwierig. Ne? Kann beides sein. Es kann wirklich hart und schwierig sein. Das ist es tendenziell eher am Anfang, weil man dann ja nicht weiß, wie der Hase läuft. Aber es kann eben auch super einfach sein. Also wenn wir jetzt einen Elon Musk oder Jeff Bezos fragen, ob Geld verdienen schwierig ist, werden die wahrscheinlich sagen, nö, ist nicht so schwierig. Also es kann beides sein, als Beispiel, wenn man das einfach mal gemeistert hat als Thema. Und da eben hinzuschauen. Ich hatte damals das Glaubenssatz, das Geldsystem, das ist aber sehr, sehr ungerecht und habe das dann auch verbunden mit dem Thema Geld habe ich dann festgestellt, nee, weil Geld ist ja neutral.
Geld ist nicht gut oder schlecht. Es ist nur einfach eine Form der Energie. Es ist quasi wie eine, es ist einfach ein Tauschobjekt, mal ganz vereinfacht jetzt gesagt. Und das ist genauso wie mit einem Messer. Also wir können mit einem Messer ein wundervolles Essen zaubern, weil man kann damit jemanden umbringen. Es hat ja nichts mit dem Messer zu tun, es ist einfach nur, wie es verwendet wird. Und genauso ist es beim Thema Geld. Das ist auch meine Überzeugung, wenn bewusste Menschen mehr Geld haben, ist das etwas Wundervolles in dieser Welt. Das brauchen wir, weil es gibt sehr, sehr viele ja, reiche und mächtige Menschen, die das vielleicht nicht so optimal verwenden, dieses Thema, und die eher nur an sich denken, denen jetzt man aber auch vielfach dort draußen nicht ansieht. Und deswegen muss er sich damit so beschäftigen, warum, wieso, weshalb, wer, ja, welche Rolle hat da eigentlich wer dort draußen? Es wird auch hinter den Kulissen gespielt, weil wir viele Dinge ja nicht mitbekommen. Ja, wichtiger Oder also Punkt, das ist da genau, die das Kulisse, eine. ja, wichtiger Ja. Punkt, ja. Sehe ich auch so, ja. Gut, aber ja. Genau, ich mag so ein bisschen schneller die 7 Disziplinen, damit wir die verstehen. Also erstmal im Mindset zu arbeiten und da einfach offen Fundament. zu sein, wie funktioniert die Welt. Das macht generell in jedem Bereich Sinn. In jedem. Egal ob jetzt auch Gesundheit und Kommunikation, Familie, Spiritualität etc. Aber auch beim Thema Geld, dass man einfach da offen ist und dann schaut, was passiert da oben eigentlich. Dann das Thema Geld verdienen. Geld verdienen ist auch etwas, was man üben und trainieren kann. Ja, mit beispielsweise, dass man lernt, wie funktioniert Marketing und Verkauf. Und auch Dinge wie Körpersprache und so weiter. Es gibt viele Dinge, Aspekte, die das optimieren und verbessern. Also wie man ein Unternehmer ist. Ich hatte damals sehr großen Respekt davor. Ich war selbstständig, ich war allein Kämpfer, heute mit über 25 Leuten, was mich über 1 Million jedes Jahr kostet. Also das ist einfach ein Bewusstseinssprung und es geht dann einfach weiter, einfach in einem Prozess. Damals habe ich gesagt, never ever. Also da hatte ich Angst davor. Heute ist es für mich normal, das Ganze zu haben. Das ist eine Entwicklung, wenn man sich selber dem öffnet. Und das kann man lernen. Ja. Zumindest auch mit den eigenen Talenten, die man hat und schaut einfach, was zu einem selber passt. Dann Disziplin 3. Ich nenne es immer gern, Sparen ist sexy, weil Sparen ist die Brücke zur finanziellen Freiheit. Ich habe Menschen kennengelernt, die verdienen zum Beispiel 10.000 Euro pro Monat, was ja überdurchschnittlich ist. Und die geben alles davon aus. Das ist ein goldenes Hamsterrad. Ja, kann man machen. Aber dass man zu finanzieller Freiheit kommt, das ist dann eine Illusion. Also ich habe dann andere kennengelernt, da war noch jemand in der Ausbildung, 1.000 Euro pro Monat verdient, hat 500 Euro auf die Seite gelegt. Das ist mit dem Mindset, mit dem man vorankommt. Das ist eine Sparquote von 50%. Also wie viel Sparquote hast du selber, das zu hinterfragen. Und die sollte möglichst groß sein. Das ist der Turbo hin zur finanziellen Freiheit, wo man sich selber bezahlt und dann wirklich ein freies Leben führen kann. Unabhängig von einem Chef, von der Familie, von der Politik etc. Ja, und dann ja, zu anderen Ländern, wo es vielleicht auch Geo-Arbitrage, wo man günstiger leben kann, kommen wir dann eh gleich noch. Dann Finanzinsiderwissen, was bedeutet, okay, wie funktioniert denn das ganze Spiel? Wie sind die Spielregeln? Weil wenn ich die Spielregeln von einem doch, ich sage jetzt mal zumindest komplexeren System nicht kenne, dann bin ich halt einfach ein Schaf, weil ich verstehe ja nicht, was da draußen passiert. Das heißt, ich kann mich damit beschäftigen, wie funktioniert das genaue Finanzsystem. Henry Ford hat damals gesagt, wenn die Menschen das Finanzsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Ja, Wer genau, sich mit dem kenne ich. Finanzsystem beschäftigt, der weiß, was er damit gemeint hat. Ja, das sind auch so Themen, die haben wir in uns, wir haben viel Aufklärung dort. Und so wird man eben von einem Schaf hin zu einem Fuchs, weil ich dann verstehe, ah, so funktioniert das. Deswegen macht Bankguthaben, eine Lebensversicherung, Bausparen, macht überhaupt keinen Sinn. Erst viel weniger denn je im aktuellen Umfeld. Aber das kommt eben erst, wenn ich mich damit auseinandersetze. Dann Disziplin Nummer 5, das Thema Investment. Man kann mit Investment sehr, sehr viel Geld verdienen, aber auch verlieren. Und es gibt halt vielschichtige Möglichkeiten, wo man richtig viel Geld verlieren kann. Also wir haben bei uns eine Checkliste. Das sind 28 Punkte, die man dann eben dann durchgehen kann bei einer Geldanlage, wo es einfach möglich ist, Geld zu verlieren. Wenn ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, dann werde ich Geld verlieren. Ich habe in meiner Anfangszeit, wo ich eben viele Dinge logischerweise nicht kannte, habe ich mit meinen Investments eher Geld verloren, Ja. weil ich mich eben nicht wirklich auskannte. So, habe ich dann eben mit eigenem Geld dort bezahlen müssen. So, und dann habe ich halt auch verstanden, okay, ah, darauf muss ich aufpassen, bei Immobilien beispielsweise oder bei der Geldanlage. Und zum Beispiel, mal als kleiner Tipp zum Beispiel, MLM, Multilevel Marketing, also auch nichts dagegen, aber mit Geldanlage schwierig. Habe ich schon viele Projekte kommen und gehen sehen. Mit einem habe ich echt gutes Geld verloren. Das war so, weil da oft nicht Wert auf die Qualität gelegt wird. Das ist aber sehr, sehr wichtig. Da wird eher versucht, mit MLM da möglichst viel Geld zu verdienen. Also da gibt es sicherlich ganz tolle Produkte etc. Wie gesagt, ich habe nichts gegen MLM, aber mit Geldanlage ist für mich schon eine Red Flag, wo ich sage, da wäre ich extrem vorsichtig. Das sehe ich schon mal allein aus dieser Tatsache spekulativ, weil ich zu viel kommen und gehen habe sehen. Das ist Ja. mal so als kleiner Erfahrungstipp.
Dann haben wir den nächsten Bereich, Disziplin Nummer 6, passives Einkommen. Das heißt, wie können wir das Ganze jetzt auch automatisieren? Welche Geldanlagen gibt es? Welche Möglichkeiten allgemein? Festgestellt, auch einfach, ja, ich habe unsere Community gefragt, passives Einkommen. Oder nee, was interessiert dich? Und da war immer wieder die Frage, dieses Thema passives Einkommen. Wobei ich da ganz klar dazu sagen möchte, das ist nicht etwas, was am Anfang kommt in der Regel. Weil da braucht man erstmal eine wirkliche Basis und auch mal schaut, dass man mal zum Beispiel mal Geld reinkommt. Weil passives Einkommen ist für die meisten eher so der Ersatz von ja, schnell reich werden. So eine andere Art und Weise davon. Am Und besten ganz da schnell, am muss man besten mal drauf und schon. aufpassen. Ja. Ja, genau, weil passives Einkommen, das klingt auch so schön, so passiv, aha, also man muss ja nichts dafür machen und so. Aber um dorthin zu kommen, muss man vielleicht sogar einiges machen. Und deswegen, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, wie man das lernen kann und auch schauen kann, okay, welche zum Beispiel zwei, drei Möglichkeiten für passives Einkommen passen zu mir. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das haben wir sehr ausführlich dann studiert, ein eigenes Kursprogramm auch zum Beispiel dazu gemacht und halt wirklich das weiterzugeben, ist auch eines der Punkte, die wir weitergeben. Und dann die Disziplin Nummer 7. Ich umschreibe es mal mit dem Begriff Internationalisierung, was verschiedene Aspekte hat, wie beispielsweise legale Auslandskonten, dass man das heißt, das Geld diversifiziert auf der ganzen Welt mit Banken beispielsweise, zu schauen, okay, naja, einfach mal an der Stelle erwähnt, naja, Deutschland schickt jetzt beispielsweise Panzer an die russische Front. Es wird teilweise in den Medien über Weltkrieg und Atomwaffen gesprochen, dass man sich vielleicht Gedanken macht, ja, hey, was mache ich denn in diesem Fall der Fälle und hoffen wir alle, dass wir es niemals erleben, aber ich halte es für sinnvoll, vorbereitet zu sein, nicht meine Energie drauf zu lenken die ganze Zeit und oh Gott, die ganze Welt ist ja so schlecht und es kracht alles zusammen, sondern einfach zu sagen, ich bin vorbereitet und hake das Thema ab, ich habe einen Plan B, vielleicht sogar einen Plan C, also eine Aufenthaltsgenehmigung woanders, in einem schönen, entspannten Land. Das ist auch eines der Vorteile, zum Beispiel in Paraguay, wo wir heute etwas gesprochen haben. Man kann sehr, sehr einfach und schnell und günstig 1500 Euro eine Aufenthaltsgenehmigung machen, die man dann erst für 2 Jahre und dann für 10 Jahre bekommt. Wow, 10 Jahre, Kenne okay, kein, krass. ja, also ich kenne kein besseres Land, wo man so schnell einfach eine wertige Aufenthaltsgenehmigung bekommt. Vielleicht Dubai jetzt noch, wobei da muss man halt wirklich auch immer wieder zumindest alle 6 Monate nach Dubai gehen und kostet auch mehr Geld. Also es gibt einfach unterschiedliche Optionen und Möglichkeiten grundsätzlich. Muss man einfach schauen, was zu einem selber passen kann. Und dann kann man sich halt einfach mal solche Länder anschauen. Das ist ja auch ganzjährig warm übrigens, zum Beispiel in Paraguay. Ja, ich will jetzt keine Paraguay-Werbung machen. Es gibt Ja, ich habe schon tolle, gedacht, du machst unterschiedliche so Länder, gute aber Werbung hier für so Paraguay. Ich gehe nachher gerade mal Beispiele. googeln, so Strände und was kann man so Ja. machen dort. Ja, also das haben wir in Paraguay so leider nicht. Das heißt, Aber keine Strände in Paraguay ist es es. gibt keine Strände. Es Wo gibt im liegt Süden, da Paraguay gibt es die weiter? Stadt Encarnación. Ja, das ist ein Binnenland. Das ist auch ein bisschen unterm Radar. Ja, eben, da, Genau, ja. ich könnte es nicht mal einzeichnen in Südamerika, das Ja, Land, glaube ich, das ist so, ne? es ist komplett unterm Radar, das ist auch das Spannende dort, weil die meisten haben keine Verbindung. Paraguay, ja klar, ist XY. Ne? Brasilien haben wir gleich irgendwie Rio de Janeiro, Samba, Caipirinha und so. Bei Paraguay kommt halt so, ja, nö, keine Ahnung. Vielleicht so, wird es halt manchmal verwechselt mit Panama beispielsweise, was übrigens auch ein spannendes Land ist, hat auch die Karibikseite, Ja, ist ein bisschen kennt mondäner, man. auch so ein bisschen luxuriöser möglich. Ne? Gibt es auch tolle Möglichkeiten dort. Aber gut. Ja, das ist halt, ja, ich bin viel unterwegs. Ich habe jetzt knapp 80 Länder bereist. Ich habe so mal als Zielsetzung, schauen wir mal, ob es klappen wird, in meinem Leben mal alle Länder der Welt zu bereisen. Schauen wir einfach mal, ergibt sich. Aber schauen wir einfach gerne unterschiedliche Länder auch an. Wie ist es dort zu leben? Welche Vorteile haben die? Wie zum Beispiel jetzt ein paar erwähnt von Paraguay oder auch mit anderen Ländern. Es gibt da so ein paar spannende Länder, wo ich sage, die haben über oder außerordentlich große Vorteile. Für solche Dinge. Das heißt, es ist möglich, legal steueroptimiert zu leben. Und nehmen wir einfach mal auch, das könnte jetzt auch Panama sein oder ähnlich auch Costa Rica, die sind jetzt preislich ein bisschen gehoben, aber Paraguay ist das Leben günstiger. Aber auch so Länder wie Thailand oder Philippinen beispielsweise. Wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt nicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist eigentlich, ist ja ganz nett vielleicht, aber hey, ist ja vielleicht, ich möchte es vielleicht auch ganzjährig warm haben. Und wenn jetzt zum Beispiel das Thema Steuern, wenn man das optimieren könnte, na, das heißt, man muss eben auch mal schauen, wie ist die individuelle Konstellation, aber wenn man dort ein neues Unternehmen macht oder ein Online-Unternehmen beispielsweise und in die Richtung arbeitet und sich das gut entwickelt, dann kann man dort eben auch steuerfrei in solchen Ländern leben. Und wenn man jetzt rechnet, ich sage jetzt einfach mal, ja, keine Ahnung, monatliche Ausgaben, sagen wir einfach mal von 3000 Euro oder Franken. Und jetzt bin ich in einem anderen Land. Und da habe ich ja halt da auf einmal vielleicht sogar nur die Hälfte.
1500 oder 2000 Euro beispielsweise an Ausgaben, weil das Leben einfach günstiger Klar, ist. das macht für viele Also, Leute kann das sehr viel Sinn machen. ja, Vorausgesetzt, also, sie können halt auch von diesem Land dann auch arbeiten, finden dort etwas ja. oder arbeiten ortsunabhängig, was ja auch sehr Ja, in Mode gekommen ist. genau, ja. Genau, aber das können wir ja lernen, das Genau. können wir kreieren, wenn wir da offen sind und dann die Energie dann auch dort reinstecken. Das war bei mir auch nicht anders. Ich habe ja meinen Job so kreiert, den konnte man so nicht lernen, den habe ich mental damals kreiert, mir überlegt, was ist mein Traumjob? Und da ist genau das rausgekommen, das, was ich heute mache. Und dann habe ich die Arbeit da reingesteckt. Damals habe ich auch übrigens erstmal gedacht, das ist ja nicht so einfach. Also wenn es so einfach wäre, würde es ja irgendwie jeder machen oder so. Ne? Aber das war so, es war geboren mental und dann habe ich einfach verschiedene Sachen und dann habe ich gesagt, ah, über Internet, aha, da kann man ja Menschen erreichen. Damit kann man auch Geld verdienen. Da dachte ich, ja, das ist ja spannend. Hab dann nicht gewusst, dass das nicht so ganz so einfach ist und nicht so mit ein paar Klicks, aber ich habe irgendwie verstanden, so, da geht was. Und dann habe ich halt meine Energie darauf gelenkt und dann das Alte durfte dann sein, das durfte gehen und das Neue durfte dann kommen. Und also die eigene Berufung zu finden und zu leben. Ich finde es auch, naja, kann es nicht anders sagen, ich finde es einfach nur dumm, es nicht zu machen, weil es ist wie eine Selbstvergewaltigung, wenn man nicht seinen eigenen Sinn lebt und hinschaut, was möchte ich denn eigentlich machen und haben in meinem Leben. Da sollte man halt hinschauen und auf sich selber hören. Die meisten Menschen tun das meines Erachtens nicht. Sie haben die Stimme und das, aber irgendwo mal vielleicht auch in der Kindheit oder so, ja, das möchte ich eigentlich gerne. Und dann wird es eben, aus welchen Gründen auch immer, dann kommt halt dann vielleicht Familie und dann das Thema Sicherheit etc. Ja, ich glaube, wenn man nur auf Sicherheit geht, dann wird man im Leben nicht viel haben, Ja, letztendlich. ja, Ja, also zumindest halt dann eben kalkulierbare Risiken. Das Leben ist ja eh irgendwo ein Risiko. ist Das, es, also wir haben immer ja. ein Risiko. Das ist, selbst wenn wir uns daheim verbarrikadieren, ja, die meisten Unfälle passieren zu Hause. Ne? Zum Beispiel in der Badewanne ausrutscht etc. Dann kann es vorbei sein. Also es macht schon Sinn, da irgendwie hinzuschauen. Auf jeden Fall Disziplin 7, um das vielleicht nochmal abzuschließen, nach dem kleinen Drift jetzt. Ja, einfach hinzuschauen, welche Möglichkeiten gibt es international. Und jetzt mal als Beispiel, auf einmal, vorher hatte ich Ausgaben von 3.000, habe ich Ausgaben von 1.500. Steuern muss ich ja auch nicht mehr zahlen. Das ist ein riesen Booster für finanzielle Freiheit. Dann bleiben auf einmal ein paar Tausend übrig, wo vorher das vielleicht mehr oder weniger aufgegangen ist, aber dann vielleicht noch 100, 200 € oder Franken dann monatlich sparen konnte. Ja, und da gibt es ja tolle Möglichkeiten da draußen, wo man vielleicht sogar viel entspannter leben kann mit tollen Menschen und auch mit tollem Lebensstandard. Ja. Ja, aber da ist einfach ja, sinnvoll, sich da Gedanken zu machen. Und ich habe das auch erlebt bei unseren Investorenreisen, sind wir Leute dabei, die sagen, für mich Auswandern hier ein Thema, aber jetzt kann ich es mir vorstellen. Was sie einfach auch sehen, es ist woanders auch sehr, sehr schön, es kann sehr entspannt sein. Viele Dinge sind ja aktuell jetzt vielleicht weniger entspannt und die Stimmung ist nicht überall die beste, ich möchte es zwar so formulieren, aber wenn ich das gerade auch in Lateinamerika sehe oder in vielen Ländern, das ist eine ziemliche Normalität. Den Leuten, die sind gut drauf, die haben Spaß und so kann das Leben auch sein, so sollte es auch sein. Das ist für mich persönlich die Grundnatur im Leben. Man eben auch schauen, okay, was möchte ich mit meinem Leben machen? Welche Bereiche sollte ich anpacken? Und da eben hinschauen und wirklich, okay, wo und wie kann ich das lernen, optimieren, verbessern und da richtig vorankommen. Du hast das die Investorenreisen von dir angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Nimmst du da die Leute mit nach Paraguay oder auch an andere Orte? Und was passiert dort genau? Kannst du uns da mal mitnehmen? Ja, gerne. Wir hatten letztes Jahr 26 Events insgesamt durchgezählt. War selber überrascht, hätte ich gar nicht gedacht. Und das sind ein paar Events, die sind dann vielleicht 7 oder sogar bis 10 Tage lang. Und andere, die sind dann auch ein bisschen kürzer. Also wir haben bereits bis dato in 12 Ländern Events und Reisen angeboten. Das kann jetzt beispielsweise sein, jedes Land hat so sein eigenes Thema. Ja, jedes Jahr beispielsweise unsere Liechtenstein-Tage, wo man sich Hier bei informieren uns kann in über der das ja Nähe. auch sehr spannend. Ja, genau, geht nach Liechtenstein. Wenn du auch mal zum Essen oder so vorbeikommen bist, bist du herzlich eingeladen. Okay. Und dann, da stellen sich dann auch zwei Banken vor und auch das Thema Liechtenstein Stiftung. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Und da kann man sich informieren, hat ein tolles Networking, weil das sind ja aufgeweckte Menschen, das sind ja Füchse, die zu sowas hinkommen, die sich für sowas interessieren. Genau. Und das kann es sein, wie hier in Paraguay, da haben wir schon über 20 Reisen insgesamt gemacht über die Jahre. Und da ist es dann einfach hier, das Land anzuschauen. Das sind dann diverse Investments, also die ich zum Beispiel auch selber investiert habe. Aktuell habe ich mir beispielsweise testweise ein Apartment gekauft in einer der zweitgrößten Stadt hier in Paraguay. Und ich habe eine Mietrendite von 8,6%. In Paraguay kann man ganz sauber normalen Titel erwerben. Es wird auch nicht über Enteignungen diskutiert. Wir haben hier auch nicht
Millionen von Flüchtlingen beispielsweise, sondern im Prinzip gar keine Flüchtlinge hier. Und ja, könnte es jetzt mit Wertsteigerung von ca. 10 bis 20% verkaufen nach einem Jahr. Und sowas macht dann schon Spaß. Also das heißt, da kann man sich auch selber mal schauen, so ein internationales Portfolio aufzubauen. Jetzt mal so als Beispiel, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Bei Paraguay, am besten ist man auch vor Ort. Ich sage nicht, okay, jetzt irgendwo von daheim und dann gleich sofort machen, sondern am besten auch sich vor Ort anschauen. Gut, man kann es auch von zu Hause aus machen. Ja, und hat man Möglichkeit, sich hier zum Beispiel Investments anzuschauen. Ich kriege ein Gefühl für das Land, vielleicht für dieses Thema. Okay, dann könnte ich gleich die Aufenthaltsgenehmigung machen, brauche noch ein paar Dokumente. Vielleicht eine Option, ist ja nicht sofort, vielleicht mal irgendwann, theoretisch hat man zumindest die Option, ich könnte dann auswandern. Naja, mit dem Thema Steuern, das ist dann auch schon mal irgendwo ein Vorteil. Also manche sehen das dann so vielleicht auch für die Rente und dann muss dann schön ins Warme und wo man flexibler ist oder dann eben auch für die nächsten Jahre vorbereiten. Bei mir hat es ja auch ein paar Jahre gedauert. Ich habe so ab 2012 geplant, bin ja dann 2014 ausgewandert. Genau, also. Und jedes Land hat so eigene Aspekte. Ne? Und manche sind für mich jetzt persönlich eher so aus Urlaubssicht interessant oder wo man vielleicht ein bisschen Zeit verbringen. Und andere, die haben eben solche besonderen Merkmale. Ich habe jetzt gerade Panama auch kurz erwähnt, da kann man vielleicht auch mit dazu sagen, da hat man eine Einstiegshürde von 200.000 US-Dollar, wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung möchte. Das ist aber ein Okay, das sehr, heißt, man sehr muss ein schönes, auch sehr Konto haben, modernes Land. mit 200.000. Das heißt, man muss dort investieren in eine Immobilie. Man Ah. generiert auch passives Einkommen dadurch. Aber 200.000 US-Dollar, um jetzt ganz spezifisch für eine Immobilie in Panama zu investieren, hat jetzt eben auch nicht jeder. Hat man auch seine 5% Mietrendite in dem Fall, das ist okay. Da gibt es vielleicht auch die ein oder anderen attraktiveren Länder, aber dadurch hat man die Aufenthaltsgenehmigung in einem wirklich tollen, wunderschönen Karibikland. Auch nochmal viel entspannter. Panama City hat die schönste Skyline in ganz Lateinamerika, ist eine pulsierende, vibrierende Stadt, sehr, sehr schön, gefällt mir auch jedes Mal besser, hat eine tolle Altstadt, sehr historisch, sehr, sehr schön und auch ist man überall schnell, also ist so ein Hubspot in Amerika allgemein. Das heißt, wenn man irgendwie vom Norden irgendwie nach Süden will oder auch in Zentralamerika, dann geht es sehr, sehr häufig über Panama City, das ist so der Hubspot dort. Keine Ahnung, auch so Frankfurt so ein bisschen als Flughafen jetzt in Europa beispielsweise, da ist man überall extrem schnell. Also es hat einfach unterschiedliche Aspekte, aber da braucht man halt wirklich so dieses notwendige Kleingeld in dem Fall und das hat vorher die finanzielle Intelligenz vielleicht dann noch aufbauen, damit sowas interessant ist. Da haben wir auch schon Reisen gemacht, die Teilnehmer ebenfalls total begeistert. Dann lernen sie so ein Land kennen, haben gleich auch ein Netzwerk vor Ort. Ja, mit wem kann ich denn eine Aufenthaltsgenehmigung machen? Weil da braucht man natürlich auch gute, seriöse Leute, damit das alles auch wirklich funktioniert. Aber im Thema Investments vor Ort, mir persönlich ist immer wichtig, dass ich das möglichst selber auch ausprobieren und testen kann, wie beispielsweise bei den genannten Apartments. Da habe ich vor 2 Jahren den Anbieter kennengelernt, aber ich wusste nicht, funktioniert das wirklich so. Also habe ich jetzt 2 Jahre jetzt selber investiert, beziehungsweise so vor knapp 1,5 Jahren dann investiert und habe auch gesehen, es passt, funktioniert alles, sofort vermietet. Hätte es wahrscheinlich sogar noch höher vermieten können und da wurde alles sauber fertiggestellt. Und jetzt kann ich halt auch sagen, okay, so ein Projekt kann ich dann weitergeben. Weil ganz klar, keine romantische Stimmung aufkommen lassen, nur weil da halt schönes Wetter ist, etc., wie überall. Manche wollen halt nur das Beste von einem, in Form von Geld beispielsweise. Da muss man immer aufpassen, ganz klar. Und da nicht blauäugig sein. Man hat auch dann einfach auf verschiedene Aspekte streuen. Und ja, Immobilienmärkte in Deutschland, Österreich vor allem werden nicht einfacher. Es werden, wie gesagt, in den Medien auch Politiker, Grüne und SPD, die sind für solche Themenenteignungen sehr offen. Jetzt gehen die Preise aktuell tendenziell seitwärts beziehungsweise nach unten. Die Gesamtrichtung auch nicht so optimal, wenn Länder deindustrialisiert werden und einer bestimmten Ideologien folgen und dann so im Prinzip nach mir die Sintflut. Und ja, also da würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich in solchen Ländern möglichst viel investiert haben sein möchte oder dann auch internationaler streuen. Ja, du bist ja vor allem bekannt darin, das Ganze international zu streuen, auch um das Geld zu sichern. Wir leben in Zeiten, da wird Geld verbrannt auf dem Konto gerade aktuell. Inwieweit würdest du sagen, hat sich, wenn wir jetzt zurückschauen, letzten 20 oder 30 Jahren, das Investieren vor 30 Jahren, inwieweit hat sich das heute verändert? Weil ich frage darum, weil ich dir auch im Vorgespräch gesagt habe, ich hatte gerade vorher auch nochmal ein Gast hier, der ist Privatier, der war lange UBS-Banker, Vermögensverwaltung und ist hauptsächlich in Aktien, hat sich auf Aktien spezialisiert und kommt noch so ein bisschen
aus der alten Schule, in Anführungszeichen. Aber ich glaube schon, dass sich da etwas verändert hat auch. Klar, logisch, die Welt verändert sich, die Welt ist im Wandel. Was würdest du sagen, hat sich verändert? Was ist heute komplett vielleicht anders als noch vor 30 Jahren mit der ganzen Technologie, die wir haben, mit der Disruption, mit der Digitalisierung, mit den Staaten, die sich auch entwickeln, mit dem Krieg jetzt? Wie ist das so deine Gesamtperspektive auf dem Markt? Ja, also für mich der größte Unterschied dahingehend, es ist viel unplanbarer geworden. Das, wo man vor 20, 30 Jahren noch irgendwo sagen konnte, okay, das kann man gut einschätzen, bei dem Thema Immobilien beispielsweise oder auch bei Aktien und auch das festverzinsliche Geldanlagen wie Bankguthaben und auch Lebensversicherungen, da konnte man ja sogar, ich sag mal, zumindest sein Geldvermögen nach Inflation halten oder auch sogar etwas im Plus sein. Das ist heute nicht mehr möglich. Und wir haben so im Schnitt. Langfristige Sicht auch, würdest du sagen, auch schwierig? Also langfristig so 10, Ja. 15 Jahren, siehst du es auch schwierig? Wir sehen ja im Prinzip eine Gelddruckorgie. Also wir haben in der westlichen Hemisphäre die höchsten Verschuldungsstände ever. So, das heißt, wenn wir uns jetzt in Deutschland anschauen, wir haben 2 Billionen Schulden, da kann man noch ein paar Billionen draufrechnen, was wir an zukünftigen Zahlungsverpflichtungen haben. Das heißt, mit Demografie, dem Rentensystem. Es wird auf EU-Ebene irgendwie geschaut, das wurde ja auch so gemacht, damit das Geld- und Finanzsystem ja noch weitergeht, wurden ja auf EU-Ebene auch dann neue Schulden aufgenommen. Das heißt, wenn die mal glattgestellt werden, dann werden die auch zusätzlich noch an Schulden an die EU-Länder draufkommen. Aber es ist ja vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, was da draußen passiert. Das heißt dann auch die, schade, dass man jetzt hier so nicht die Übersichten haben, oder vielleicht können wir es im Video oder vielleicht auch mal so einblenden, kann ich gerne noch zur Verfügung stellen. Einfach Gerne. mal so eine, die EZB-Bilanzsumme geht massiv nach oben, exponentiell nach oben. So als auch während der Corona-Krise. Also bei jeder Krise wurde ja mehr und mehr Geld gedruckt. Und es hat dann ja irgendwo auch wieder zu den nächsten Krisen geführt, weil ein Geld- und Finanzsystem kann halt nicht einfach davon leben, dass immer mehr Geld gedruckt wird. So, und das heißt, dieses Geld verteilt sich dann, geht dann auch bei, dadurch sind auch Aktienmärkte überproportional beispielsweise angestiegen. Ja, aber irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Also wir haben es in der Historie gesehen, wer sich mit Finanzhistorie beschäftigt, so im Schnitt alle 2 Generationen bricht ein Zinseszinssystem immer wieder zusammen. Also es war immer ein kleines Beispiel, also auf die Schnelle. Das kann man sehr, sehr gut einfach auch nachvollziehen, warum ein Zinseszinssystem nicht funktionieren kann. Also kennst du zufällig den sogenannten Joseph-Pfennig? Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Okay. Also wenn nämlich Joseph und seinen Sohn Jesus damals im Jahre Null einen Cent angelegt hätte. Na, da wäre also der Josef für den Jesus, wäre zur, keine Ahnung, Volksbank von Judäa gegangen und hätte dann dort diesen Cent eingezahlt. So, bei 5% Zins. Na, und Jesus war ja auch Geld nicht so wichtig, der hat es dann einfach dann so stehen lassen und ja, der ist ja dann auch verstorben, dann ging das dann weiter und so weiter. Also der Cent liegt immer noch da mit 5% Zins. So, was ist nach 2000 Jahren auf diesem Konto passiert? Mit einem Cent und 5% Zins. Na, kannst du auch selber gerne mal so eine Summe überlegen, kannst auch gerne mal schätzen, hast du eine Ahnung, was da Milliarden, rauskommt? keine Ahnung. Ja, Milliarden, ja, danke. Also die meisten Antworten sind so Millionen, Milliarden und Billionen. Die Antwort ist, es sind 150 Millionen geworden aus diesem 1 Cent. 150 Millionen. Ja, Okay. aber nicht Euro oder Dollar, sondern 150 Millionen Erdkugeln, wo wir gerade sind, 150 Millionen Mal aus reinem Gold. Fuck. Wenn man jetzt, also es ist eine exorbitante Summe, die auch Trilliarden und Billiarden Alters absolut in den Schatten stellt. Das ist irgendwie hoch 81, glaube ich, eine Zahl. Und es ist dieser exponentielle Effekt, der immer nach oben zeigt. Und es geht ganz harmlos und ganz langsam los am Anfang. Da passiert nichts großartig. Und dann wird es immer mehr und schneller und schneller und schneller. Und das ist genau diese exponentielle Kurve. Und das ist jetzt hier, und so kann ja unser Geist nämlich, der tut sich da schwer, weil das sind diese 2000 Jahre, die das Ja, so ansteigen lassen. klar. Genau. Aber es zeigt sehr, sehr gut, das funktioniert irgendwann nicht mehr, ein exponentielles System. Also auch in der Natur, das, was exponentiell anwächst, sind zum Beispiel Viren. Bis die dann irgendwann auch ihren eigenen Wirt töten. Und das passt sehr gut, wenn wir uns die Finanzhistorie anschauen. Finanzsysteme kommen und gehen in der Regel. Und auch so ein Zinseszinssystem und ein Zinssystem allgemein, das funktioniert auch am Anfang sehr, sehr gut, wenn es auch dann wieder losgeht. Aber irgendwann werden die Verteilungen, da werden die Schulden immer größer und wir brauchen immer mehr Schulden
und neue dort draußen. Und genau das ist, was wir erleben. Wir sind tendenziell eher am Ende eines Finanzzyklus. Und dann werden wir sehen, wie sich das Ganze bereinigen muss. Das heißt, sagen wir so, aktuell ist ja auch so, die ganzen 9 Milliarden und Billionen, die geschaffen werden, die gehen ja nicht an den Otto-Normalbürger. Das heißt, die werden ja auch zum Beispiel in großen Konzernen oder mit Staaten dann aufgeteilt und werden dann auch so verwendet, wie es die Staaten für sinnvoll halten. Aber bei den Otto-Normalbürgern kommt ja nicht so viel an, deren Geld wird durch Inflation immer weniger wert. So, und das ist eben genau das Spielchen, was wir aktuell erleben. Und das macht auch Geldanlage viel schwieriger und planbarer, weil es eben auch mal wirklich auch in die andere Richtung da mal wieder gehen kann, wenn man, ich sag mal, von dem Ballon, der sich mehr und mehr aufbläht, ne, dass der dann irgendwann platzt oder dann wieder in sich zusammenschrinkt. Und deswegen ist es eben erstmal, das macht es viel schwieriger, weil wir jetzt nicht so ein planbare Umgebung haben. Also wir sehen das ja auch mit dem Krieg, kann sich der ausweiten. Wird es, und hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, aber wird es vielleicht Atomwaffen irgendwann dort draußen geben? Das wird natürlich das ganze Spielchen dort draußen nochmal in eine ganz andere Richtung geben. Und deswegen, und ich glaube, das wird jetzt auch die meisten interessieren, deswegen komme ich da vielleicht selber drauf, was kann man jetzt tun? Kann ich gerne aufgreifen. Und das ist also zum einen, was sich damit zu beschäftigen, nicht zu ignorieren und sagen, ja gut, das wird schon wieder. Also Selbstverantwortung zu übernehmen, also Geld ist in meinen Händen. Ich kümmere mich um das Thema Geld und niemand sonst. Ich bin selber der Herr, die Frau über mein Geld. Das machen die meisten nicht. Die geben es ja ab, die Selbstverantwortung. Und das sogar in vielen Lebensbereichen letztendlich. Das heißt auch bei Gesundheit. Ja, dann geht man halt zum Arzt oder vielleicht auch zum Heilpraktiker oder so. Aber wenn man halt sonst immer haufenweise Pommes und so weiter frisst, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man halt nicht 100% gesund ist, hat keine Selbstverantwortung, dass ich mich selber wirklich ordentlich um meinen Körper kümmere. Genauso muss ich beim Thema Geld machen. Ich muss mich selber darum kümmern. Das heißt, ich muss mich hinsetzen, das Ganze lernen, mit sowas auseinandersetzen. Es kann jetzt ja sein, es muss jetzt ja nicht nur oder ausschließlich bei mir sein, sei es jetzt über YouTube oder über andere Themen, aber ich kann mich damit beschäftigen. Ne? Und das Richtige wird kommen, wenn ich das suche. Also wenn der Schüler bereit ist, wird er den Lehrer oder den Meister finden. Ganz einfach. Ansonsten, die Stimmt, sind ja, alle da. das Dann stimmt. muss ich einfach nur sagen, okay, muss ich sozusagen einfach mal sagen an Universum, an Gott, wie auch immer man es nennen möchte, okay, ich möchte gern dieses Thema lernen. So, wo fange ich jetzt an? Ne? Der gerne bei mir, bei uns ja lernen möchte, herzlich willkommen oder woanders, ist ja egal. Ich freue mich über jeden, der grundsätzlich das Thema lernt, weil dann haben wir mehr Bewusstsein für dieses Thema. Und die meisten sind halt komplett unbewusst davon. So, das heißt, ich muss mich hinsetzen und das lernen. Und jetzt, wie kann ich zum Beispiel Sicherheit bei einer Geldanlage bekommen? Also haben wir festgestellt, bei uns im internen Bereich gibt es inzwischen 18 Möglichkeiten, wo man streuen könnte in verschiedene Geldanlagebereiche. Das ist eigentlich gar nicht so die Frage, hu, was kann ich denn da machen, sondern eher, was passt zu mir, für was entscheide ich mich? Ne? Und ich zähle einfach mal einige davon auf. Edelmetalle halte ich sehr viel im aktuellen Umfeld, haben immer wieder gezeigt, dass die Inflation und auch wenn ein Finanzsystem über ein Jahr da gehen sollte, dass sie dann sehr, sehr gute Geldanlagen sind. Ich persönlich empfehle 10% Minimum in Gold und auch etwas Silber beispielsweise zu investieren. Dann in Immobilien, da kann man eben auch international streuen. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sei es jetzt beispielsweise ein bisschen genannt in Paraguay oder in Panama. Es ist möglich, in Kunst zu investieren. In Whisky ist es sogar eine sehr stetige, eine relativ langweilige Geldanlage, wo es Anbieter gibt, da kann ich Geld hinüberweisen, da wird es dann in Handelswhisky investiert und es stieg die letzten Jahre sogar mehr als 10%, im Schnitt so um die 20%. Krass, Und die wow. Jahre vor Corona waren so um die 10% angestiegen. Ja. Jederzeit auch flüssig, liquide, ne, was ist das Wort, weil Whisky ist so illiquide, ist ein Sachwert und wo ich einfach auch beispielsweise 5 oder 10% investieren könnte. Kunst habe ich, glaube ich, schon genannt. Dann auch in Diamanten kann man investieren. Die härteste Geldanlage der Welt und eine der ältesten, die es überhaupt gibt. Ähnlich auch Edelstein ist wieder etwas anderes Gebiet, ist ein bisschen ähnlich. Kann ich ebenfalls investieren in Diamanten, ja. Rubin, Smaragd etc. Ich habe jetzt mal testweise 60.000 Euro in Edelsteine einfach mal gekauft, weil ich wollte die Erfahrung haben, auch mit dem Anbieter dort, funktioniert das alles. Und wir haben einfach eine interessante Steuerung noch drüber hinaus. Dann in Krypto zu investieren, hochinteressante Möglichkeit. Würde mich nicht überraschen, wenn Krypto mittel- und langfristig eine der besten Geldanlagen ist. Jetzt aktuell befinden wir uns ja eher in einem Krypto-Winter.
Perfekt, genau in solchen Ja. Zeiten, wenn ich Krypto haben möchte, dann sollte ich vor allem da mich jetzt mit beschäftigen und da etwas investieren. Und sei es halt einfach nur ein paar Prozent. Aus den 2% könnten in 10 Jahren 20% des Gesamtvermögens werden und das ist gut angewachsen in dieser Zeit. Dass man in Aktien investieren kann, direkte Unternehmensbeteiligung, das ist jetzt auch kein großartiges Geheimnis. Aktuell teste ich einen Anbieter im Bereich Wein. Auch da kann man wirklich, also es ist ein Handelswein und verschiedene, kann man in Bordeaux, in Bourgogne beispielsweise investieren. Verschiedene Weinsorten, wo es ja wirklich auch einen liquiden Markt gibt. Da kann man auch in Champagner investieren. Da gibt es solche Möglichkeiten. Ja, und die sind auch ziemlich wertstabil, 100% Sachwert. Das ist kein Stück Papier wie ein Bankguthaben, wie eine Lebensversicherung, wo man halt einfach letztendlich nur ein Stück Papier hat. Und wenn man halt dann sagt, du, ja, das Euro-Projekt, ja, das hat dann doch nicht so funktioniert. Und es hat auch historisch übrigens einfach nur, wenn man sich das anschaut, nur logischer, gesunder Menschenverstand. Es hat noch nie einen Währungsraum mit komplett unterschiedlichen Ländern, wie beispielsweise Portugal und Griechenland gegenüber Finnland. Das sind komplett unterschiedliche Wirtschaftsräume und komplett unterschiedliche Gegebenheiten. Es hat langfristig noch nie funktioniert. Und dieses Projekt Euro, es wäre ja bereits schon fast gescheitert. Und wodurch wurde das verhindert? Einfach mehr Verschuldung, mehr Geld drucken, ja, und wird schon irgendwie funktionieren. Und Verschuldungen ufern dort aus. Die Politik wird uns das nie so sagen. Das ist, ja, eigentlich wäre es theoretisch deren Aufgabe, zumindest auch von der Presse darüber, das wirklich als Bild darzulegen. Wird theoretisch auch gemacht, aber auf die ein, zwei kritischen Artikel kommen halt 20 andere, Zu die das wenig mehr oder weniger Aufmerksamkeit haben. verharmlosen. Ja, Ja. klar. Also es sind alle Artikel, alle, die darauf hinweisen, dass das alles nicht so gesund ist. Es ist alles da, aber es ist in so einer Anzahl, dass es, keine Ahnung, die paar Prozent kritischen Artikel, die gehen unter bei der breiten Masse. Ja, und die haben, dass ja die meisten Menschen trotzdem ein ungutes Gefühl haben, das würde ich persönlich sagen, ja, sie wissen nur nicht, was sie tun sollen, die breite Masse. Und es ist halt so, und es ist halt einfach, und ja, wird schon irgendwie alles gut gehen. Also die Historie hat gezeigt, dass es immer wieder kritische Phasen und Zeiten gab und auch solche Transformationszeiten, die waren anders als heute. Es ist nochmal, es ist nicht lange nicht vergleichbar mit dem, was passieren wird, aber dass es solche Transformationszeiten gab, dass auch Finanzsysteme, wie gesagt, einfach mal auch so über den Jordan gehen, das haben wir historisch immer wieder gesehen. Also wir hatten seit 1800 in Deutschland und Österreich 7 Währungsreformen. Na, nur ganz knapp geschlagen von Spanien mit 8. Und die werden auch erstmal vorne bleiben, weil wir sind auch mit genau denen in einem Währungsverbund, was ich jetzt auch nicht, das ist allein schon wegen der Statistik nicht so optimal finde. Wo wir halt sehen können, okay, ja, es ist so ein Geld- und Finanzsystem ist nicht Gott gegeben und bleibt immer so. Es ist alles im Wandel, so wie wir auch merken, dass ganze Länder im Wandel sind. Dass Deutschland, wenn ich jetzt vergleiche mit 2014 ausgewandert, wenn ich jetzt zurückkomme, ich merke deutliche Unterschiede. Es ist nicht mehr das Land, so wie ich es kenne. Und alles ist in der Transformation. Die meisten Menschen suchen ja Stabilität und wollen ja nicht, dass sich dann möglichst Dinge ändern, aber da können wir uns gar nicht dagegen ändern. Ja, klar, Da Gesetz vielleicht des so, Universums, ja, universell. genau. Ja. Und da vielleicht noch so abschließend noch kurz, weil die größte Sicherheit sind immer wir selber. Zumindest wenn wir uns selber hinsetzen und etwas dafür tun. Wenn wir, wie gesagt, zum Beispiel unseren Geldmuskel mal üben und trainieren, dann können wir Geld auch selber erstmal kreieren. Das heißt, auch wenn wir wieder von vorne anfangen müssten, wenn wir wissen, wie Geld funktioniert, wie Geld verdienen funktioniert und wie ich das behalte und investiere, da kann ich es immer wieder neu aufbauen. Wenn ich aber keinen Plan davon habe, dann ist es eigentlich mehr oder weniger egal, ob wenn ich 1 Million oder so bekomme. Ich werde mich wieder dort einnorden, wo ich geistig mental bin. Und das ist Ja. eben dann nicht 1 Million, sondern vielleicht fühle ich mich wohl mit 50 oder 100.000 oder sogar noch weniger. Und dann wird es mehr oder weniger wieder so sein wie vorher. Also Geld, wie viel Geld, das wir haben, ist keine Zufälle. Das Leben, das wir haben, nichts, was im Leben passiert, ist Zufall. Es hat alles eine energetische Ursache. Wenn wir da hinschauen und wirklich anfangen, dann können wir unglaublich viel verändern. Ja, bin ich voll bei dir, Thorsten. Jetzt habe ich doch aber noch eine Frage, weil du den Euro auch angesprochen hast. Also, wie siehst du die Entwicklung des Euros und angenommen, es würde so eine Währungsreform geben? Also, wenn das dann. Das wäre, was passieren würde, wenn der Euro nicht mehr zu halten wäre. Wie würde das konkret aussehen? Also, dass wir uns das so ein bisschen greifbarer vorstellen können. Ja. Also erstmal, ich persönlich sehe es so, mit Prognosen ist es immer schwierig. Das sind auch die hellsten Köpfe der Welt und auch, wo man dort sieht, die auch mit Prognosen in der Historie sehr gut lagen, die liegen auch nicht bei allen Prognosen gut, weil es einfach Klar. unglaublich viele Variablen gibt. Das sei an der Stelle mit dazu gesagt. Was ich auf jeden Fall aber dazu sagen kann und möchte, ist, der Euro ist keine Hardwährung. Das heißt,
Ich würde mir auch darüber hinaus Gedanken machen. Also viel Geld in Euro zu haben, finde ich mutig. Man könnte auch sagen fahrlässig. Das heißt, ich würde mir Gedanken machen. Das heißt, was sind gute, sinnvolle Geldanlagen? Wir haben schon über ein paar Möglichkeiten der Streuung da draußen gesprochen. Und es ist möglich, sich damit auseinanderzusetzen. Auf ein paar Monate oder auch auf ein Jahr kann man unglaublich viel Know-how ja, hier bekommen. Jetzt zu dieser Frage, wie läuft so eine Währungsreform ab? Wir können es uns ja mal an dem letzten Beispiel anschauen. 1948 hatten wir die Währungsreform in Deutschland. Damals hatten wir die Reichsmark und es ging damals über in die D-Mark, die die meisten ja noch kennen dürften. Und der Umrechnungsschlüssel war damals, also erstmal Löhne und Gehälter und auch die Produkte etc., die blieben mehr oder weniger gleich stabil. Die sind auch ein bisschen variiert, weil durch die Gesamtsituation, weil es natürlich auch das Verhalten etwas verändert, aber das blieb mehr oder weniger gleich und stabil. Die wurden also auch in diesem Schnitt 1 zu 1 umgestellt. Was umgestellt wurde, das waren die Guthaben. Das heißt, aus 100 Reichsmark wurden 6 D-Mark 50, was einem Verlust von 93,5% entspricht. Oder andersrum, um von 6,5 wieder auf die ursprünglichen 100 zu kommen, müsste ich jetzt zum Beispiel bei meinem Bankguthaben, bei meiner Lebensversicherung 1.300% wieder gut machen nach diesem Tag. War der 1. Mai 1948, wurde es dann bekannt gegeben. Solche Dinge werden vorbereitet, die werden nicht kommuniziert. So, ja, wir machen dann allmählich mal eine Währungsreform, wir denken drüber nach und so, sondern das kommt dann im Prinzip aus dem Nichts heraus. Also es macht ja sonst auch keinen Sinn, also sonst gibt es eine Panik. Also da kann man die Politik zumindest den Punkt noch verstehen. Wobei das hat vielleicht eben ja nicht immer zum Vorteil der Bürger dann gemacht wird. Was übrigens ganz Dort interessant passiert war, die Enteignung auch, oder? Also dort passiert es ja dann in dem Moment. das Oder andere. Lastenausgleichsgesetz kam 1952, das waren ein paar Jahre später. Das wurde auch wegen Flüchtlingen und Vertriebenen, um diese dann zu bezahlen, wurde das ins Leben gerufen. Das heißt, dort wurden dann teilweise auch Immobilien, da gab es dann bestimmte Freigrenzen und dann waren auf Immobilien teilweise Zwangshypotheken eingetragen. Das heißt, und das sind Dinge, ja, vielleicht auch ganz interessant, Flüchtlinge und Vertriebene, die damals finanziert wurden, da oder vielleicht ganz interessant, wird nicht exakt so sein, aber solche Themen haben wir durchaus auch jetzt, wenn man sich anschaut, ja, man sollte vielleicht darüber nachdenken, wenn man einen Sozialstaat hat, der sehr viele soziale Leistungen bringt, eben auch an Flüchtlinge beispielsweise, und dann die einfach, dann haben wir inzwischen eine deutlich größere Flüchtlingswelle als 2015 in Deutschland. Einfach Ja, nur drüber nachdenken, aber kommt noch was es wird ja dazu. gar nicht diskutiert. Und wer was dagegen sagt, der ist ja irgendwie so grundsätzlich irgendwie schon so halb rechts oder eigentlich schon voll rechts. Ist ja ganz klar, wer dagegen was da gesagt hat. Also da wird alles mundtot gemacht. Wer gegen diese Ideologie, auch für mich persönlich, der Entfremdung, wer da dagegen etwas sagt, der wird auch politisch mundtot gemacht. Ja. Beispielsweise mit Friedrich Merz, der hatte damals gesagt, ja, dass es ja Ukrainer dann auch geben könnte, die solche Dinge dann vielleicht ausnutzen. Ne? Was war in der Bild-Zeitung, wurde dann dazu gesagt, entschuldigen Sie sich, Herr Merz. Naja, aber gut, das siehst du Da wird überall, das ja, siehst du in allen ja, Bereichen, dass du dann irgendwo politisch auch fertig gemacht wirst ja, oder diffamiert wirst, je ja. nachdem, wenn du eine oppositionelle Meinung hast, also nicht gerade Ja, populistisch. genau. Das ist Propaganda, weil es wird nicht mehr inhaltlich diskutiert, sondern derjenige, der es gesagt hat, der wird dann in solchen Bereichen fertig gemacht. Das ist ja das, was wir erleben. Und deswegen haben wir eine ganz klare Tendenz. Und die ist mehr links, in doppelter Hinsicht, also sowohl politisch als auch von der Einstellung her und was mit den Menschen gemacht wird. Und die meisten ignorieren das halt, sehen die negative Tendenz. Also wir wissen ja aus Studien, auch die meisten Deutschen sind ja nicht zufrieden mit der Richtung. Aber ja, und dann auch solche Meinungen, ja, was will man machen? Da wird dann Verantwortung abgegeben. Also wieder genau das, keine Selbstverantwortung, ja, auch nicht bei mir selber irgendwie anfangen, hey, dass ich selber vielleicht mein Leben kreieren und gestalten könnte, wird abgegeben von A bis Z. So, und dann braucht es ja nicht wundern, wenn es einfach, ja, bergab geht. Aber deswegen ist es wichtig, ist immer bei sich selber anzufangen, selber ich sag mal, das strahlende Vorbild zu sein und eben auch selber zu zeigen. Und dann danach andere, die richtigen Menschen werden es auch sehen und werden dann nachziehen. Wie hast du das denn gemacht? Und da kann man denen auch helfen. Am besten jetzt nicht durch Belehren und so, ja, das ist doch alles ganz schlecht und so weiter. Erstmal bei sich selber anfangen, da aufzuräumen, selber mal Friede und den Überfluss leben, möglichst in allen Lebensbereichen und dadurch vorankommen. Und dann werden es auch die richtigen anderen Menschen, die werden es dann auch sehen. Na, der Zeigefinger und so, das funktioniert in der Regel nicht wirklich. Da sind die meisten Menschen immun. Aber wenn sie dann bei anderen Menschen sehen, hey, also bei dem geht ja richtig die Post ab,
in jeglicher Hinsicht, der hat ein richtig gutes Leben und das war vorher nicht so, was hat er denn gemacht? Die richtigen Menschen, die werden neugierig darauf, die kann man dann mitziehen. So ich glaube ich auch wir beide hier ja versuchen, die richtigen Menschen, die dafür offen sind, einfach, ich sag mal, die Energie nach oben zu heben, dem Bewusstsein zu geben, hey, es gibt da vielleicht ein bisschen mehr da draußen, als uns in der Presse und auch in unserer Kultur immer gesagt wurde. Und zwar deutlich mehr. Also ich persönlich muss auch sagen, ich finde, das Leben wird immer faszinierender. Es ist eigentlich unglaublich, was das Leben Finde ich auch, alles ja. bietet. Wir haben uns ja vorher schon, Klasse. das ist der Wahnsinn, Ja, oder? ist Wahnsinn. Der Hammer. Ja, Und ist auch, krass. das haben wir dann, aber das ist eben nicht im Außen. Es wird nicht Ja. vom Außen kommen, dass irgendjemand von außen der große Erlöser und keine Ahnung, manche sehen ja Donald Trump einen Erlöser, ob, ja, wie auch immer. Ist ja egal. Es wird ja dann nach außen alles gegeben. Alles Quatsch. Die Erlöser sind wir selber im Inneren, wenn wir da anfangen. Ja, und dann eben schauen, okay, wie können wir das auch im Außen materialisieren? Ja, sehr schön gesagt, bin ich voll bei dir. Betreffend des Euros noch ganz kurz, um da den Loop zuzumachen. Okay, du hast jetzt beschrieben, wie so eine Enteignung aussehen würde oder respektive eine Reform. Aber ich gehe da mal davon aus, wenn das passieren würde, würde das aber auch sehr viel mit der Wirtschaft logischerweise machen oder vielleicht auch mit dem US-Dollar, das ist ja auch irgendwo, oder mit dem Schweizer Franken, das ist ja auch irgendwo alles miteinander connected und verbunden, oder? Wie siehst du die Zusammenhänge? Jetzt ohne da zu krass ins Detail zu gehen, aber würde dann wahrscheinlich auch ein paar andere Währungen ins Wanken bringen, vielleicht. Also ich sehe den Schweizer Franken definitiv positiver, was die Schweizer Notenbank eben auch gemacht hat, auch den Schweizer Franken zumindest teilweise aufgeweicht, auch relativ viele Eurobestände dort, damit der Schweizer Franken dann eben nicht zu stark wird, dass er trotzdem stärker geworden ist, fast nicht zu vermeiden, weil der Euro einfach zu schwach ist. Also es wird Auswirkungen haben, also jetzt für unsere Schweizer Zuschauer und Zuhörer sehe ich definitiv positiver. Es ist immer schwierig zu sagen, wie weit kann dieser Dominoeffekt wirklich gehen. Es gibt dann eine Neuordnung, wie wir das auch immer wieder gesehen haben. Aber wir haben es, denke ich, auch bei Corona gesehen, wo sie ja das Leben von mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen mussten wir uns anpassen. Und das wird auch passieren. Also die Welt geht ja nicht unter dadurch. Klar. Es ist einfach, wir müssen uns anpassen. Und es wird auch für jede Branche unterschiedlich sein. Also für diejenigen, die vielleicht selbstständig oder unternehmerisch tätig sind, würde ich einfach darauf achten, okay, was würde das denn für mich bedeuten? Wird mein Produkt, wenn es auch mal jetzt richtig harte Zeiten kommt, also noch mal härter als jetzt, oder wenn es die Währung, wenn auch mal Ersparnisse enteignet werden, was würde das für mich bedeuten und meine Firma? Na, ist es so, dass, keine Ahnung, jetzt bei Supermärkten, die sind ja tendenziell krisenunanfälliger, wobei da macht es natürlich einen Unterschied. Die Bio-Supermärkte haben ja sehr große Probleme. Jetzt haben wir so Billig-Supermärkte oder so Billig-Restaurantketten wie beispielsweise Burger King oder McDonald's, die laufen in solchen Zeiten noch eher stabil. Also das heißt, was brauchen die Leute? Auch Zigaretten, sogar in solchen Zeiten, so dass dann schön geraucht wird, so der Druck und so weiter. Also das heißt, Zigaretten laufen auch ziemlich Alkohol. gut. Ja, bei Alkohol läuft tendenziell auch gut, wenn es kein absoluter Luxusalkohol ist, wie, keine Ahnung, Kahlur oder so ganz spezielle Marken. Also da solltest du einfach hinschauen, wo bist du tätig und funktioniert das Ganze auch darüber hinaus und einfach auch, sag mal, eine Risikoreserve zu haben. Das muss ja eben nicht nur alles in Euro sein, dass man da beispielsweise, weil man vielleicht, keine Ahnung, fünf, sechs, theoretisch siebenstelligen Betrag, je nach Firma dann beispielsweise, oder das eben vielleicht nicht alles in Euroguthaben, sondern vielleicht auch verschiedene Währungen aufgeteilt, aber auch den Schweizer Franken drin, Singapur-Dollar gefällt mir persönlich sehr gut, norwegische Kronen, der arabische Dirham, australischer Dollar, das sind interessante Währungen in so einem Umfeld. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es die erwischen sollte. Da kann man da breiter streuen, auch in Edelmetalle dort zu investieren, weil in solchen Zeiten ist es in der Regel eben so, und deswegen auch gesagt, mindestens 10% würde ich in Gold und Silber halten, weil Gold und Silber in solchen Zeiten eher nach oben geht, weil es immer so die Währung der letzten Instanz war. Ja, aber So, von Gold aber bin ich ein das. bisschen enttäuscht jetzt in den letzten paar Jahren. Ich hab gerechnet damit, so wie jetzt gerade aktuell alles läuft, dass Gold mehr Prozente hochgeht, ja. Ja, also gerne ein bisschen was damit dazu gesagt. Im letzten Jahr ist da ja nicht so viel passiert. Was wir bei Edelmetalle aber eben nicht sehen werden, ist so ein stetiger Anstieg. Und ich persönlich glaube auch, dass es eben gar nicht gewollt ist. Es sind relativ kleine Märkte, die auch, ich möchte es mal so formulieren, beeinflusst werden können. Also ich glaube hier nicht an freie Märkte. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie gewollt ist, dass zum Beispiel Gold konsequent seine 10% nach oben macht. Weil dann würde meines Erachtens nach die falschen Signale setzen, auch für die
Für die breite Masse, für Normalanleger, ja, Gold geht ja ständig nach oben, ja, dann sollte ich vielleicht Gold machen, weil dann hat man diese vermeintliche Stabilität. Und deswegen da vielleicht auch ganz interessant. Und deswegen, das, ja, kann ich da empfehlen, weil das lernt man, wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn du dir zum Beispiel Edelmetallcharts anschaust, dann wirst du nämlich feststellen, wenn dann die Edelmetalle nach oben gehen, das ist in der Regel immer eher ein kurzer Zeitraum und der sehr, sehr stark ausfällt nach oben. Das heißt, wir haben keine langen Anstiege und auch keine stetigen Anstiege. Aber wenn es ansteigt, dann richtig. Ich glaube auch nicht, dass das so die Zufälle sind, sondern dass da so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Luft aus dem Kessel dann rausgenommen wird und dann so schnell, dass auch die breite Masse das eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt und auch gar keine Möglichkeit hat, in der Regel da damit dabei zu sein. Weil die verpennen ja sehr alles. Ne? Schafe, die sind ja am Blöken. Die kaufen da nicht. Die kaufen dann eher ein, wenn da die Höchststände sind. Da wird dann auch, ja, könnte zumindest mal so betreiben oder sagen, dass dann, da wird dann sehr, sehr viel Werbung dafür gemacht, bei Aktienmärkten oder auch in Edelmetalle und so, dann ist es über in der Presse drin. Das heißt, dann werden die Schafe oftmals zuschlagen, Ja, dann wenn die dann zu den Hausfrau, dann wenn die, Höchstständen ha und den dann wenn die anderen. Hausfrau, man sagt doch, wenn man die Hausfrau und die Aktien kauft, dann lieber nicht mehr kaufen, gell? Irgendwie so ein Sprichwort gibt es. Ja, wenn die Hausfrauen anfangen, diese Aktien zu kaufen, dann lieber nicht mehr kaufen. Genau. Oder auch Taxifahrer und so Ja, oder irgendwie so. Friseure. Also alles tolle Ja. Berufe, wunderbar, das sind tolle Menschen. Klar, Es geht, klar, ich klar. denke, es geht klar. Aber das sind jetzt vielleicht nicht diejenigen, die sich so intensiv mit Geld und Finanzen normalerweise beschäftigen. Ja. Und Ja. wenn man da halt intelligent ist und solche Prozesse kennt, und ich persönlich glaube da ganz wenig an Zufälle da draußen an den Geld- und Finanzmärkten. Das ist zumindest nicht das, was ich seit fast 20 Jahren beobachten kann. Und wenn man sich eben damit beschäftigt und dann eben diese Spielregeln kennt, wir haben über einige heute ja gesprochen, dann weiß man auch eben besser, wie der Hase läuft und wie man es eben machen sollte, wie man es ansonsten nicht machen sollte. Nämlich und am besten immer dann einsteigen, wenn die breite Masse eben überhaupt kein Interesse daran hat, wenn es auch gar nicht in den Medien zu finden ist, wie zum Beispiel Krypto wird schlecht gesprochen, Edelmetalle liest man auch nicht besonders viel. Dann sollte man zuschlagen und nicht, wenn es überall in der Presse dort zu lesen ist, die neuen Höchststände und das und das, dann sollte man eher auf die Verkäuferseite wechseln. Ja. Dann zumindest auch, zumindest mal Gewinne mitnehmen. Na, dann wird man viel mehr Erfolg mit den eigenen Geldern und Investments haben. Und das ist an sich das, was wir auch da durchstellen. Es ist alles total logisch, aber wir müssen es halt einfach lernen mal. Na, Autofahren und all das, Autofahren ist auch total logisch und die ganzen Verkehrsregeln und so. Aber wenn ich das nie gelernt habe und ich gehe mal für ein Auto rein, dann werden Unfälle passieren. Werde ich das nicht verstehen, was, wie und so und zack, bumm, schon hänge ich irgendwo drin. So, ganz einfach. Aber wenn ich es dann lerne, dann weiß ich das. Da kann ich ganz normal fahren. Da habe ich vielleicht auch mal in der Anfangszeit ein, zwei Unfälle gebaut. Aber ja, das gehört halt auch mal mit dazu. Ne? Also wie gesagt, ich habe am Anfang halt auch mal den einen oder anderen Unfall gebaut, als ich mit Geld und Finanzen gestartet bin. Es gehört mit dazu. Und da wird man besser und besser und besser. Das ist also so im Prinzip wie in jedem Standard. Lebensbereich. Man kann eigentlich mehr oder weniger alles lernen. Ja, definitiv. Ja, geil. Letzte Frage noch an dich, Thorsten. Wo geht deine Reise hin in den nächsten 5, 6, 7, 10 Jahren, 15 Jahren? Wo siehst du dich? Wofür lebst du? Ja, das ist eine interessante Frage. Bei mir ist ja gerade so ein Wendepunkt. Ich werde in ein paar Monaten 40 und ich habe ja auch schon, ich hab sehr viel Energie reingegeben also meine Tätigkeit hier auch in unsere Community aufzubauen. Bin dabei auch einfach die Prozesse zu schaffen, so dass ich mich aus operativen Dingen rausnehmen kann, was nicht bedeutet, dass es mich dann nicht mehr so geben wird, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann mich dann viel mehr sogar um die Dinge kümmern, die mir am meisten Spaß machen. Das ist Lesen, das ist Lernen, das ist, sag mal, Bewusstsein voranzubringen. Also auch solche Themen wie, ich nenne es jetzt mal so eine gesunde Spiritualität, möchte ich es einfach mal bezeichnen, Quantenphysik, solche Themen. Das ist sehr, sehr unfassbar interessant und spannend. Und da möchte ich mich auch ein bisschen mehr um mich selber kümmern, vielleicht ein bisschen mehr, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und da freue ich mich auch schon sehr darauf, muss ich sagen. Und Oh, dann habe ich schön. auch noch mehr Zeit, solche Dinge, mich damit zu beschäftigen, auch mich noch tiefer auch in finanzielle Dinge natürlich einzubohren. Also, keine Ahnung. Also ich habe da einige Kurse oder Themen, da möchte ich mich auch nochmal tiefer reinbohren, weil ich da absolute Zukunftsthemen sehe. Da haben wir uns beispielsweise auch tolle Experten, die sich darum kümmern, aber ich möchte auch selber noch mich tiefer einbohren können. Weil, sag mal, so meine Position ist ja, ich bin nicht der Krypto-Experte beispielsweise oder der Aktienexperte, sondern worauf ich spezialisiert bin, ist an sich, ich bin so der Geostratege, so die Adlerperspektive von oben. Wie funktioniert finanzielle Freiheit eigentlich wirklich und ganzheitlich, so dass es wirklich funktioniert?
Weil wenn ich halt nur die Börse lerne, heißt das noch lange nicht. Und auch wenn ich von den Besten lerne da draußen, dass ich finanziell frei werde. Und darauf bin ich spezialisiert. Aber es gibt da natürlich mega spannende Themen. Möchte auch noch mehr reisen. Da gibt es auch noch einige spannende Länder, die ich gerne noch kennenlernen möchte. Und ja, einfach so meine Tätigkeit, ich nenne es mal so, als Erfahrungswissenschaftler weiter voranzubringen. Und auch unsere Community, dass die weiterhin wächst und gedeiht. Und da habe ich richtig Lust drauf. Cool, nice. Ja, ich kann das voll nachvollziehen, nachfühlen. Ich habe vor Dezember, auch so 4, 5 Monate, habe ich mich rausgezogen, habe fast auch kein Content mehr produziert, habe wirklich eine Pause gemacht, so für mich. War auch 10 Tage in Vipassana Retreat, auch nochmal zum Schluss über Weihnachten, Neujahr. Habe viel gelesen, viel studiert, weit in meine Themen geforscht und das war sehr schön, war sehr eine gute Zeit. Viele tolle neue Erkenntnisse gemacht, die jetzt natürlich auch nachklingen und nachwirken. Also, wenn du sagst, dich rausziehen, mehr Zeit nochmal für dich zum Lesen, dich selber weiterbilden, mit deiner Community zu interagieren, für deine Community weiterhin da sein, das ist schon geil. Wenn du das machen kannst, das ist schon geil. Ja. Ja, und Love ich it. sag mal so, ich habe das auch schon mental für mich kreiert. Ich weiß ja immer, wo ich hin will. Und dann, ich habe vielleicht auch noch so als abschließender Tipp, ich habe ja damals schon, ich habe mich in Südamerika gesehen, das war weit weg. Das war diese Tätigkeit als internationaler Finanzautor, die Welt bereisen. Ich mache viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität etc. Das war für mich so, wow, das wäre fantastisch, das wäre ein Traum. Und da war ich weit davon weg. Und dann habe ich das visualisiert, ich habe es auf meine Visionscollage gepackt. Ja, Ich habe geil. es jeden Tag in meine Träume reingenommen. Das mache ich auch heute genauso, weil ich genau weiß, okay, jetzt ich habe das alles schon längst erreicht. Also das ist dann ein paar Jahre später gekommen. Und ja, ich habe meinen Arsch dafür bewegt. Ich habe was dafür getan. Das müssen wir, aber wir brauchen immer die Aktion. Also es sind toll, wenn spirituelle Menschen, wenn sie dann eben ja, auch meditieren, ist eine tolle Geschichte. Da kann man wirklich viel machen. Aber da muss er trotzdem auch danach dann eben sagen, okay, ich gehe in die Handlung und ich setze es wirklich um. Das muss dann halt auch dann eben kommen. Na Und gut, Meditation das halte hat ich für sehr verschiedene, sinnvoll. Meditation ist wieder, hat Ja. ganz viele verschiedene Ja, Zwecke ganz natürlich kurzes auch, oder? Thema. Oder Ja, Meditation genau. kein Ja, Zweck, oder? Ja. ja, ja, Aber ja. ich bin voll bei dir, definitiv. So, also, wünsch dir was vom Universum, das ist sehr magisch-mythisches Denken. So, wenn du halt nicht ins Umsetzen kommst, nichts dafür tust, dann passiert auch gar nichts, ja. Das ist klar. Also Arbeit reinstecken, das musst du schon noch machen. Schon noch machen, ja. Geil. Aber wenn die Passion da ist, Genau. dann fällt es auch viel einfacher. Dann fühlt sich nicht wie Arbeit an, wie harte Arbeit zumindest. Fühlt sich dann, es fühlt sich erfüllt an. Kennst du ja auch bei dir. Ja, es ist wichtig. Also, weil es ist dann vielleicht noch so abschließend dort, weil es ist dann sonst schwierig, wenn ich das eigentlich gar nicht will und gar nicht richtig Bock drauf habe. Und dann habe ich dann vielleicht auch gutes Einkommen. Mir war es also, ich hatte dann 10.000 Euro pro Monat, aber ich habe es nicht geliebt, was ich mache. Und dann ist es hart, Ja. weiterzumachen. Das ist so, eigentlich will ich ja gar nicht. So, und dann soll ich das voranbringen? Dann habe ich, ja, dann habe ich vielleicht, keine Ahnung, dann habe ich 100.000 pro Monat theoretisch. Aber ich hasse, was ich tue. Also, das ist keine Motivation. Also, das war das, wo ich auch damals gesagt habe, ich möchte was anders machen. Und so ist dann quasi meine heutige Tätigkeit entstanden. Weißt du, das Leben ist ja nicht einfach, es ist kein Kindergarten. Machen wir uns da nichts vor. Es wird Ja, wahrscheinlich nie stimmt. so voll Kindergarten sein, je nachdem. Aber es wird immer besser und besser und besser und es wird einfacher und einfacher. Das, was früher Probleme waren, ist halt dann so Ja, einfach genau, danach, ja, ne? ist so, Ja, stimmt. so. Ja, das Leben ist ein Trip, ist ein Ja. faszinierender, unglaublich, nicht in Worte zu beschreiben, ein crazy psychedelischer Ja. Trip. Das ist es so. Ja, das trifft's gut. Geil, Thorsten, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr lebendiges, schönes Gespräch. Wo können die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten? Ja, gerne thorstenwittmann.com und wir haben ja bei uns auch den Klartext E-Letter. Das ist kein Verkaufs-Newsletter, sondern da gibt es sehr, sehr viel Inhalt, Tipps und Tricks. Es gibt jeden Freitag ein Tippvideo, das kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall jeden Freitag reinzuschauen. Da gibt es ein neues Tippvideo und dann kannst du mal zum Beispiel das Thema anschauen, was gibt es dort und wenn dich das Thema interessiert. Das sind auch mal solche Themen jetzt wie Paraguay beispielsweise, wird eines der nächsten Videos sein. Oder dann eben auch andere, das Geld- und Finanzsystem, Aufklärung. Wir haben immer wieder tolle Gäste bei uns mit dabei, die da ihre Expertise weitergeben. Immer auch Kryptothemen beispielsweise, Geldanlage, sei das heißt es jetzt auch Edelmetalle. Also im Prinzip so genau, wo wir heute alles gesprochen haben, findet sich dort auch immer in den Freitagstipp-Videos. Und das lohnt sich wirklich da reinzulesen. Und ja, wer dann die intensive Packung haben möchte, der kann natürlich auch mal sich die Kurse anschauen und unsere Investoren-Events etc. Da machen wir sehr spannende Sachen. Alright, ich packe alles unten in die Shownotes. Das mich jetzt neugierig gemacht auf Paraguay, werde ich gleich nachher googeln. Und ja, Auf der Homepage, ja. wünsch dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg, viel Freude, viel Gesundheit und wir sind verbunden. Danke vielmals. Ja.
Lieber Patrick, herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg, dass wir hier mit diesen Medien auch noch viele andere Menschen erreicht werden von dir. Danke, danke. Kurze Frage am Schluss. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Human Elevation Podcast im Allgemeinen interessant sein könnte? Wenn ja, dann erzähl ihm oder ihr doch einfach davon. Das kannst du, wenn du ein iPhone hast, ganz einfach machen, indem du einfach auf das Teilen-Symbol klickst und uns weiterempfiehlst. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Support und für deine Unterstützung. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut, dein Patrick. Bye bye.